Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Primal. Ich bin der Eddie. In der letzten Folge. Oh, guck her. In der letzten Folge habe ich 6 Triceratopse erlegt. Schauen wir mal, wie viele das hier sind von diesen Utahs. Ja. Das nur einer ist. Ob das mehr sind. Wohin läuft er denn? Stirbt er noch? Oder er holt seinen großen Bruder. Rennt er jedenfalls noch rum. Triceratops ist da auch noch. Da ist noch was anderes wie ein Triceratops. Etwas größere Art. Ich bin sowas schon wieder von tot. Kamerad ist. Ich weiß, dass hier ein paar Triceratopse sind, aber ich kann leider hier in dem Nebel den Rex nicht erkennen. Shit happens. Ich möchte mich ein bisschen von meinem Droppod entfernen. Der muss irgendwie da drin. Da ist er. Oh, da sind 2. Ich kann doch nicht auf 2 schießen. Beim besten Willen nicht. Ich habe hier auch nichts, wo ich draufstehen kann. Ich würde gerne. Einen von denen anlocken. Der steht auch mit dem Rücken zu mir. Ich
Ich sehe den jetzt momentan nicht mehr. Aber es waren auf jeden Fall zwei. Auf jeden Fall zwei. Gut gedeutscht wieder mal, Eddie. Das ist jetzt ärgerlich. Hör mal aufregen, dass ich ein bisschen weiter sehe. Das wäre doch super. Wenn ich etwas weiter sehen könnte. Tops. Wo sind die hin? Tod im Morgengrauen. Ich stelle jetzt nicht mehr die Frage, wer sterben wird, denn das hatte ich schon das letzte Mal. Oma hat mir versichert, das sei bloß eine rein rhetorische Frage. Warum sollte denn zuerst der T-Rex sterben? Macht er bei meinem... Bei meinem Können wollte ich jetzt gerade sagen, nicht wirklich Sinn. Das ist jedenfalls der Triceratops. Wo sind die Rechse hin? Soll ich den mal anlocken? Ich schieße den mal ins Rückgrat. Vielleicht hört es ja einer dieser T-Rexe. Und macht sich sogleich auf den Weg. Komisch. Wenn ich ehrlich bin. Doch eigentlich ganz nett aus, wie der hier liegt. Dann mache ich hier einfach mal den Trophy-Shot gleich so, wie er hier ist. Ich höre hier noch einen Triceratops irgendwo. Komisch. Der Rex im Doppelpack ist verschollen. Folgende Idee. Pass mal auf.
Wir latschen mal zurück zu dieser Station. Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile weit genug weg. Ich würde gerne noch mal in die Kisten gucken, ob da mittlerweile... Schau mal, wie schön grün das hier ist. Cool. Als würde das fluoreszieren. Ja, wir gucken mal in die Kisten rein, ob wir da mittlerweile 700er haben. Weil wir haben nur noch 6 Schuss, glaube ich. Jawohl, 6 Schuss. Und der 700er. Ich hätte ja gerne ein paar mehr. Gucken wir mal schnell rein. Ich bin jetzt auch mal, warte mal, ich bin ja jetzt hier ein bisschen höher. Sehr wahrscheinlich können wir so weit sowieso nicht gucken, weil da die außerhalb der Renderdistanz sind. Manchmal sind diese Geräusche von dem Triceratops ziemlich ähnlich mit dem Grummeln von dem Rex. Manchmal. So im ersten Eindruck. Einfach, dass wir mal angelockt haben. Wobei... hier noch was anderes in der Luft liegt. Ich sammle den schnell ein, bevor ich das zeitliche segne. Der hier irgendwo in der Basis, wollte ich gerade sagen. Aber vielleicht haben wir in der Basis eine ganz gute Chance. Eigentlich irgendwo ein Kistchen. Da hinten läuft er. Mal schnell da reinschauen. Nice. Thank you.
ist schön. Schönes Kerlchen hier. Ja. Wo läuft er denn hin? Ganz dumm ist er nicht. Dass hier schon wieder irgendwas nicht gezählt hat. Ja, das geht nicht. Wie es aussieht. Ziemlich unfair wieder mal, was ich hier mache. Zweimal recht die Lunge, fünfmal Leber. Ja, hat ein bisschen gedauert. Wieder mal. Wir geben unserem Charakter mal schnell andere Waffe in die Hand. Ein bisschen, dann stellen wir den hier auf. Möglichkeit. Wow. Das geht auch nicht gut. Wir kommen nicht weit genug weg mit der Kameraführung. Sehe ich das richtig? Traurig, wirklich traurig. Eine schöne Maserung, finde ich. Maserung. Schöne Zeichnung hier. Oh, schon mal hier geil. Jetzt. Der sieht gut aus. Das nehmen wir. So sieht das gut aus. Können wir schön nennen. Schönes Thumbnail machen. Wir sliden hier wieder durch die Welt. Ach, hier können wir jetzt mal hoch von der Seite, von der anderen ging es nicht. Ja.
Okay, jedenfalls haben wir jetzt hier einen schönen T-Rex erlegt. Und ich würde sagen, besser können wir die Folge nicht beenden. Und deshalb machen wir hier Feierabend für heute mit dem Blick hier zum Vulkan auf die auf diese Festung Chop Chop Mellow, glaube ich, oder? Doch richtig. Steht nicht dabei. Ja, jedenfalls beenden wir somit unsere Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir haben auch bei Sonnenschein gejagt, ohne viel Regen. Und ja, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Eddie.